Und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Fallout 4. Ich bin Molly und heiße euch herzlich willkommen. Ja, was ist denn letzte Folge passiert? Also, wir waren hier in mein schönes Haus. Also, vor der Nuklearbombe sind wir in Entvolt 111 reingegangen, wurden eingefroren, meine Frau wurde getötet, mein Kind wurde entführt. Und ja, da sind wir wieder zurückgekommen hierher und haben ihn natürlich hier wieder getroffen. Und sie und den Roboter haben ein paar Fliegen abgeschlachtet. Und ja, also ich habe noch was bisschen hier verändert. Also ich habe schon mal hier ein paar Lichter und so gemacht. Bisschen aufgeräumt, aber storymäßig bisher noch nichts gemacht. Also storymäßig wirklich komplett noch gar nichts. Und wie gesagt, wir spielen natürlich mit Mods. Ja, wir spielen mit Mods. Ja, dann wollen wir mal losgehen, würde ich sagen. Ach, das Visier wollte ich auch eigentlich mal wieder wegmachen. Da war gleich letzte Folge was. Wir haben ja aber noch andere Waffen. Was ist das hier? Nehmen wir die Waffe. Wie gesagt, wir werden auch dann hier, wenn wir nochmal hier zurückkommen. Böse. Werden wir nochmal hier aufräumen. Ein paar Häuser bauen. Wir werden es hier richtig schön gemütlich machen. Wie gesagt, ich spiele hier, habe ich gerade schon vorhin gesagt, wie gesagt, mit Mods. Haus noch, also statt schon mal ein bisschen sicher. Mit einem schönen großen Mauer ringsrum. Die Brücke ist ja auch eigentlich eine Mod. Und ja. Ja, dann. Ja, okay. Ich weiß, glaube ich, auf was das hinweist. Weil das ist ein UFO, was hier gerade, glaube ich, lang geflogen ist. Und naja. Es gibt dann, man kann auch die Absturzstelle dann finden. Darauf kommen wir aber später dazu. Und ja, jetzt werden wir erstmal uns den Hund holen. Da ist er ja. Hey Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Okay, lass uns zusammenbleiben. Schau dir deinen Hund an und drücke Befehle zu erteilen. Hund hat was gefunden. Na, dann zeig mal, was du gefunden hast. Was ist das hier? Rede. Wie geht's dir, Kumpel? Ja, toll. Hallo. Bleib mal stehen, dank. Holen. Wegschicken. Tricks. Hey, Junge. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh. Manche würden jetzt irgendwie gerne belohnen mit Leckerlis oder so. Ach ja, hier ist so. Das ist auch noch eine weitere Mod. Hier, das. Kannst du die Fenster zumachen. Bei der, nur bei der hier. Was denn? Okay, wo? So. Der war doch schon leer. Warum er drauf wieder hingewiesen hat? Egal. Wir gehen mal weiter. Es wird Zeit weiter zu gehen. Ah, Mann, der Manometer. Okay, mein Treffen müssen wir gelernt haben. Entweder verzieht die Waffe so sehr oder ich habe gerade überhaupt. Naja. Ah, nee. So. Ich
Versteckt. Ach ja. Man kann aber nicht. So. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Hey! Hol das Gewehr! Das Gewehr hat er, hoffe ich, jetzt genommen. Ich finde, die Lasermuskete ist nicht so toll, also nicht so mein Fall. Warum ich den Weg so auswendig kenne, erst ich habe es ja schon mal durchgespielt, das Spiel, also ich kenne ein bisschen alles schon gut und als auswendig, so gesagt. Aha. Also. Gut, hätte man sich wirklich auch sparen können. Ah, nee, nee, nee. Nein, deine Zeit ist abgelaufen, wollte ich mal nur gesagt haben. Finde. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir hier ein paar Probleme. Bitte, erzähl Nein, weiter. Das ist es nicht. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Hart. Danke, verdammt. Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Halt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Zieh einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir Aber wissen, wir wo man kommen nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor.
Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal gut. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Gleich vorab, ich war nur in der Powerrüstung ein. Ausgezeichnet. Also wie gesagt, ich werde die Powerrüstung mal kurz einsteigen, aber nicht benutzen, weil ihr wisst ja, ich spiele mit Mods, also brauche ich auch die Powerrüstung nicht. Nur mal so gesagt, also nicht wundern, wenn ich wieder aussteige, Leute. Es ist einfach so, wenn man halt mit Mods spielt, ist eigentlich die Powerrüstung überflüssig. Einsteigen. Ja. Abgeschlossen, setz die. Ach ja, ich muss auch einsteigen, scheiße. Abgeschlossen, lege die Powerrüstung an. Schnapp dir die Minigun. Ja, komm, raus damit. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Dann mal, Jungs, komm. Das muss ich zu. Tja, warum stirbst du einfach nicht so, eher gesagt? Na, wo bist du? Hallo? Keine... Ja... Der weiß mir auf der Karte... Ach, da hinten. Tot. Der hat das überlebt. Das Arschloch. Noch einer. Na gut, jetzt muss ich aber runter. Nein, ich will Preston nicht erschießen. Schieß einfach mal jetzt wild um mich. Und tot. Wollte man nur gesagt haben, die sind tot. Oh. Ach, da hinten das Vieh. Wow, was war das jetzt? So. Abgeschlossen. Mehrere die Feinde. Habe ich. Der doch schon. Warte mal, wo ist mein Hund? Wo ist er? Hallo? Wo ist mein Hund? Ach da, Dog Me. Hey. Schnapp dir die Waffe da drüben. Ach scheiße, bringt mir die. Scheiße. Ich dachte, der behält sie. Na, egal. Also ich habe jetzt eine Minigun, die werde ich dann auch umbauen, bald, wenn ich wieder in Sandy Shores bin. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken.
Mann, ich mach's nicht wegen dem Geld. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Schicksal? Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Oh, er lebt. Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Ich brauche mehr. Diamond City? Das ist nicht klar. Du bist nutzlos, also nee, unfreundlich will ich nicht werden. Ich brauche mehr. Ja, okay, wir probieren es damit. Bitte, Mama Murphy, ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Halt still, Preston. Irgendwann sterben wir. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, Jim, okay, dann gehen wir mal los. Okay. Also, Leute, wie gesagt... Lasst die Finger von Drohungen, sonst könntet ihr so eine angebliche Wahrsagerin sein, wie sie. Aber ich wollte mal sagen... Die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Kind. Ja, das weiß ich doch schon. Da gibt's keinen Zweifel. Aber bloß ein Problem gibt's. Wenn das wirklich so ist, dass sie wahr sein kann. Sie hat ja auch gesagt, dass ich... Ich habe nichts davon gesagt, dass mein Sohn entführt oder so, gar nichts bisher. Es kommt später. Als Preston weiß davon dann später. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Und ja, entweder packt... Ich bin vorne, bleib dich zusammen. Okay. Direkt hinter dir, Boss. Also wie gesagt, Leute, lasst trotzdem die Finger von den Drohungen. Drohung ist keine gute Sache auf jeden Fall. Außer ihr habt schon ein Drohungenproblem, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. Dann... Ja. Was dann? Muss ich mir noch überlegen. Oh, ey, komm. Komm. Also, es bleibt hier nicht irgendwo noch hängen. Das ist... Also, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall das Ende mit dem Institut zu Ende machen, weil ich habe jetzt bisher alle alle Ende durch. Mir fehlt nur noch das von dem Institut und das... Ist das erste Mal, dass ich Mini... Also, von den Minimans oder wie die heißen, das Ende. Also, wie gesagt, ja, also ich will mal sagen, mir fehlt eigentlich nur noch das mit den Sean, wo wir, ich hab's nur auch mal bei einem YouTuber gesehen, das Ende. Wird nicht so schön sein, aber ich will jetzt hier nichts zu viel sagen. Trink das Wasser, stell deine Gesundheit wieder
nicht. Okay. Ja, ich brauche auch jetzt kein Wasser. Auf jeden Fall wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich produziere gerade die Videos vor, weil ich zurzeit kein Internet noch immer nicht habe. Der Anbieter lässt sich gerade ziemlich sehr viel Zeit. Ich muss jetzt warten, bis Post kommt von der Freischaltung, wann es gemacht wird. Ich hatte es letzte Woche Montag gemacht. Das war, glaube ich, ach, keine Ahnung, weiß ich gerade ehrlich nicht. aber auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es war nie böse von dir gemeint. Aber wie gesagt, soweit ich wieder dann halb Internet habe, wird normal Videos wieder hochkommen. Also, die, ihr werdet es ja sowieso nicht mitkriegen, außer ich habe da 2 oder 3 Wochen nicht online bin, also nicht aktiv bin auf YouTube. Tut mir ehrlich leid, aber ich kann es halt nicht ändern, wenn man halb Internetanbieter wechseln will, weil der besser ist, aber so, sich dann ein bisschen viel Zeit lässt. Telekom. Ups, habe ich gerade laut Telekom gesagt. Entschuldigung. Ich wechsle nicht zu Telekom. Nein, nein. Und ja. Ein weiterer Tag in Commonwealth. Ja, ich weiß. Ein schöner weiterer Tag. Ehrlich gesagt, ich. Soweit ich noch nicht habe, mache ich gleich wieder hier diese Mod mit dieser Scheißmauer raus, weil. Ja, guck deswegen hier. Lauf! Oh nee. Oh ey, jetzt singeln die sich alle um ihn. Ah, es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Er hat's geschafft, an dieser scheiß Mauer wegzukommen. So. Wenn das jetzt auch noch mal hängen bleibt, oder? Oder? Nein, nein, er kommt gut voran. Er hat's geschafft. Okay, Doc Me macht die Tür auf. Ich wundere mich, wieso eigentlich ein Hund die Türen aufmachen kann. Es ist ein bisschen sehr logisch. Ein Hund kann Türen aufmachen. Also, nicht schlecht. Muss ein Wunderhund sein. Ja. Ach ja, hier sind nur 25 mph erlaubt. Eis, Leute, nur 25 mph. Ja. Guck mal, Preston, eine schöne Statue. Was ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen? Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Was bedeutet, dass das die Old Northbridge sein muss? Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du? Mama Murphy? Selten zurück zu sein. Ach nee, seltsam zurück zu sein. Ich habe hier gerne gelebt. Kein Zuhause. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Ich weiß es nicht. Vor 200 Jahren. Vergiss es. Ja. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsgule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Baby, unsicher, will nicht darüber reden. Mein Sohn. Na komm, reden wir über meinen Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch fest saß. Seitdem versuche ich ihn zu finden. Scheiße. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Okay, ist eine Stunde lang nix. Okay, schön.
Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das so normal ist im Fallout 4, dass sie sich manchmal nur so dumm angucken. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. So, okay, das war's dann erstmal. Bis. Also, Leute, ich wollte sagen. Ja, wir gehen auch erstmal da rein. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall dann auch, wenn ich dann hier die Hauptstory durch habe, die DLCs machen. Weil ich habe mir alle DLCs gekauft. Und ja. Wenn ihr die sehen wollt, sagt es mir in die Kommentare. Also schreibt es in die Kommentare oder so. Ich versuche euch den Mund zu erfüllen. Und ja, dann haut rein und auf Wiedersehen.